Darth Vader war einer der mächtigsten Sith aller Zeiten. Anakin Skywalker war einer der mächtigsten Jedi aller Zeiten. Beide sind unglaublich stark. Aber wer ist stärker? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Hallo Star Wars Fans und willkommen zu den Todesstern-News. Darth Vader und Anakin Skywalker sind zwar theoretisch die gleiche Person, aber sie sind von Kampfstil und Charakter her komplett unterschiedlich. Deswegen wäre ein potenzieller Kampf der beiden ziemlich spannend. Fangen wir an. Anakin Skywalker war der Auserwählte, der nach einer alten Jedi-Prophezeiung das Gleichgewicht der Macht wiederherstellen sollte. Obwohl er nie den Rang eines Jedi-Meisters erreichte, war er mächtiger als fast jeder davon. Er benutzte die Form 5 des Lichtschwertkampfes Tiemso. Diese ist sehr aggressiv und passt perfekt zu seinem Charakter. Er ist mutig, heldenhaft engagiert und hat einen starken Gerechtigkeitssinn. Aber er hatte mit seinen Emotionen zu kämpfen, was ihn im Kampf auch deutlich schwächer machte. Vor allem als Padawan wurde ihm seine Arroganz oft zum Verhängnis. Er hatte das Zeug zum besten Jedi aller Zeiten, aber er hat sein Potenzial nie ganz genutzt. Zu seinem ungenutzten Potenzial kommen wir später nochmal. Darth Vader ist einer der mächtigsten Sith Lords aller Zeiten und das, obwohl sein Körper, naja, sehr eingeschränkt ist. Wieso war er also so mächtig? Das lag an seinem Anzug. Der Anzug hielt ihn am Leben, war aber dafür unglaublich schmerzhaft. In jeder Sekunde seines Lebens spürte Vader grausamen Schmerz. Und wenn es eins gibt, das die dunkle Seite nährt, dann ist es Schmerz. Dieser Schmerz erlaubte ihm, immer tiefer in die dunkle Seite einzudringen. Zurück zu Anakin. Sein Potenzial war da. Mit einem höheren Medichlorianerwert als Yoda wäre er unglaublich mächtig geworden. Mächtiger, als man es sich vorstellen kann. Wenn er nicht gegen Kenobi verloren hätte. Viele sagen, durch das Verlieren von zwei Beinen und einem Arm wurde er schwächer, da er dadurch viele Midichlorianer verlor. Aber abgesehen davon, dass ich mich nie mit Midichlorianern anfreunden konnte, glaube ich das nicht. Als Vader in den Anzug kam, war er schwach, das kann man nicht bestreiten. Sein Wissen um die Macht war groß, sein Körper gab aber nicht viel her. Das war, bevor er mit Sith-Meditation begann. Diese half ihm, seine Machtstärke zu steigern und die physischen Grenzen seines Körpers zu überwinden. Somit war er, obwohl es lang dauerte, unglaublich stark. Anakin war im Kampf unglaublich schnell, flexibel und aggressiv. Vader dagegen war relativ langsam und zurückhaltend. Das macht Anakin aber nicht zu einem besseren Duelisten. Er benutzte die sehr dominante und aggressive Form 5. Vader hingegen lernte den Lichtschwertkampf neu und erfand eine Mischung aus Form 7, Form 4, Form 3 und Form 2. Dadurch konnte er tatsächlich die physischen Beschränkungen seines Anzugs überwinden und zu einem der besten Lichtschwertkämpfer der Galaxis werden. Es ist offiziell bekannt, dass Vader nach dem Kampf gegen Kenobi 40% weniger Midichlorianer hatte. Also müsste Anakin doch stärker sein, oder? Naja, überlegt mal. Anakin hatte in Star Wars 1 einen höheren Wert als Yoda. Bedeutet das, dass er Yoda zu diesem Zeitpunkt in einem Duell besiegen könnte? Natürlich nicht. Deswegen glaube ich, dass Vader stärker ist. Er ist einfach unglaublich tief in der dunklen Seite und ist so viel erfahrener. Ich würde es so erklären. Anakin hatte ein Potenzial von 100%. Da der Kampf gegen Kenobi jedoch relativ früh in seinem Leben war, hat er nur 50% von diesem Potenzial erreicht. Vader hatte ein Potenzial von 60%. Und durch konstanten Schmerz, Hass und Sith-Meditation hat er alles von den 60% erreicht. Deswegen hätte er meiner Meinung nach das Duell gewonnen. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Was denkt ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und stimmt hier oben mal ab. Vielen Dank fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein.